Hi Leute, hier ist LineGameins und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Werkfeuerwehr Simulator 2014. Wir sind im Moment noch Oberfeuermann, haben jetzt 1800 Punkte schon gesammelt wieder und beziehungsweise, ja, 400 Punkte haben wir in der letzten Schicht gesammelt. Haben jetzt wieder einen unfallfreien Tag. Gut, wir hatten schon mehrere unfallfreie Tage, es gab halt nur einen Tag, wo wir halt dann, ja, einen Unfall hatten und uns stark verbrannt haben und stark verletzt haben. Das war der im vorletzten Teil, bei dem Großbrand war das der Fall, und mal schauen, ja, was diese Schicht so bringt, mit welchem Fahrzeug wir unterwegs sind. Und wenn wir mit Florian 6 unterwegs sind, gehe ich mal stark davon aus, dass der Chef sich beschweren wird. Du musst das Fahrzeug jetzt erstmal reinigen, das gehört auch zu unserem Dienst, auch wenn es lästig ist, bla bla bla, was er da immer sagt. Okay, Florian 6, heißt, wir müssen jetzt erstmal gleich reinigen, er wird sich gleich beschweren, Achtung. Dazu gehört auch die Kontrolle des Dachwerfers. Das Fahrzeug könnte übrigens mal, ja, guckt, habe ich es gesagt. Ja, es war ja auch echt richtig dreckig. Na nee, gut, dann werden wir das jetzt erstmal erledigen bis zum ersten Einsatz. Gehören zu unserem Job dazu. Ja, ja. So, das war's auch schon. Alle Mann ab an die Arbeit und passt auf euch auf. Okay, das machen wir. Und dann, ja, los geht's. Dann heißt es erstmal Fahrzeugpflege und dann aber erstmal halt auf alle Funktionalitäten checken. Und mal schauen, ob wir diese Schicht, 700 Punkte fehlen uns noch. Ob wir diese Schicht, ja, sag ich mal, ergattern können, uns holen können, bekommen werden. Kommt ja auf die Einsätze immer an, aber vielleicht haben wir Glück und kriegen genug Punkte. Boah, Florian 5 ist ja richtig, na, nicht so sauber. Also im Vergleich aber zu Florian 6, das ist ganz schön eingesaut, das Fahrzeug. Naja, da hat der Chef schon recht, das kommt wirklich mal eine Wartung da vertragen. Der Praktikant ist schon mit an Bord gesprungen, also einmal rückwärts raus, Funktionscheck und dann beginnen wir mit der Fahrzeugpflege sozusagen. So, Sirene blaulich funktioniert, Licht geht, Dachwerfer rund um Licht, Hupe, Blinker. Was haben wir noch genug an Bord? Also das bisschen müssen wir jetzt nicht auffüllen. Gucken nochmal kurz Atemschutzmaske nach. Ach, Licht sollten wir besser ausmachen. So, Atemschutz, Ausrüstung, wie sieht's aus? Volle Atemluft, okay, das heißt für uns... Ach stimmt, wir haben die ja letztes Mal erst aufgefüllt, glaube ich. Ab zum Hochdruckreiniger und einmal Fahrzeug reinigen. So, beginnen wir doch hinten. So. Aber man merkt jetzt wirklich wieder den Unterschied zwischen gereinigt und nicht gereinigt. Ist aber ganz gut so, weil dann sehen wir, wo wir schon was gemacht haben und wo wir noch nichts gemacht haben. Es war ja jetzt schon einmal so, dass wir wirklich nur knapp 100 Punkte, das war ganz schön knapp, an ja, dem Aufstieg vorbei sind. Ich hoffe, dass wir entweder heute, ja, den Aufstieg schon schaffen, mit 700 Punkten erreichen, oder das ist natürlich schon etwas ärgerlich, wenn man genau 100 Punkte am Aufstieg vorbei ist, oder so. Oder wenn man dann irgendwie 50 Punkte oder so abgezogen bekommt, weil man dann mal vergisst, das Blaulicht auszuschalten, was natürlich ja auch schon richtig ist, weil man somit darauf hingewiesen wird und somit zurechtgewiesen wird sozusagen, damit man das nicht macht und hier auch die, alles ordnungsgemäß durchführt, dafür ist es ja auch wichtig, aber manchmal ist es halt dann auch ärgerlich, wisst ihr, man ist genau so 2500 Punkte hat man gesammelt und dann 50 Punkte Abzug. Das ist total mies. Ja, da muss man halt dann nochmal eine Schicht machen. Aber gut, ich habe damit ja nicht unbedingt ein Problem, weil es macht ja schon richtig Spaß. Und ja, wir haben schon spannende Einsätze. Mal schauen, was wir heute als erstes für einen Einsatz kriegen. Also ja, ich hoffe jetzt nicht unbedingt Öl aufsammeln. Das ist jetzt nicht das Beste, was man mit dem... Also hoffentlich dann schon Feuer löschen. Und ja... So, wir haben die eine Seite, jetzt haben wir schon zwei Seiten fertig. 50% des Fahrzeugs sind schon gereinigt. Sind wir gleich schon bei 75%, beziehungsweise ja, die Front und Heck sind ja nicht so die Mega-Bereiche, die gereinigt werden müssen. Aber die Seiten sind halt da schon, ja, etwas größer und, ja, da kann mehr Dreck drankommen. Beziehungsweise da ist, ja, mehr Dreck dran. So. Hier unten die Fläche, da sieht man das immer sehr gut mit dem, wo es sauber und wo es nicht sauber ist. Und gucken, ob wir hoffentlich noch fertig werden vor dem ersten Einsatz, sonst müssen wir halt dann nachher zur Wache zurück und danach weitermachen. So, wir sind aber fast fertig. So, die 6 auch schön reinliegen, damit jeder sehen kann, wir sind Nummer 6, Fahrzeug Nummer 6, Florian 6. Wie auch immer bei der Feuerwehr das Wort Florian genommen wird. Ja, keine Ahnung. Das ist aber, glaube ich, in echt auch so, dass wirklich alle Florian 1, 2, 3, 4, 5 und so heißen. Aber den Grund dafür weiß ich gar nicht. Hat sich irgendwann mal so eingestellt und jetzt... Und da kommt schon was. Rauchentwicklung. Starke Rauchentwicklung. Ölraffinerie. Starke Rauchentwicklung soll ein Vorsprung und kümmert sich unverzüglich davon. Okay, starke Rauchentwicklung.
ob das schon wieder so ein Großbrand ist. Ölraffinerie, die ist ja ganz in der Nähe, also schnell dorthin, damit das Feuer jetzt nicht zu weit ausbreiten kann. Wir haben den Dachwerfer. So, bin ich jetzt echt mal gespannt, was uns dort erwartet. Starke Rauchentwicklung, nicht leichte Rauchentwicklung. Letztes Mal, wo wir uns verletzt haben, das war auch ein Brand mit starker Rauchentwicklung. Aber bis jetzt sind noch keine anderen Fahrzeuge außer uns unterwegs. Florian 1 ist jetzt auch unterwegs, den sehen wir jetzt auch auf der Karte angezeigt. Aber mehr sehen wir noch nicht. So, mal gucken. Oh, das ist ein Fehlalarm. Florian 4 ist auch dabei. Ja, es ist ja starke Rauchentwicklung, da wird ein bisschen mehr geordert, beziehungsweise da wird ein bisschen mehr losgeschickt. So. Florian 1, 2, 3, 4, Florian 8 ist auch dabei. So, darüber geht's. Jetzt bin ich ja echt mal gespannt, was da passiert ist. Da brennt's. Und was brennt da? Oh, das sind zwei Tanks, okay. Aus Entfernung löschen. Gut, wir sind noch relativ schnell, deswegen hat sich das Rohr wahrscheinlich so nicht entzündet. Wir bleiben auf der Distanz stehen, bevor da jetzt irgendwas explodiert. Aber mal eine ganz andere Art von Szenario. Also ein Tank hat bis jetzt noch nie bei uns gebrannt. Gut, höchstens bei dem anderen Einsatz da, aber... Ja, so eine Art von Tank hat bis jetzt hier noch nie gebrannt. So, und aus der Entfernung müssen wir das hier löschen. Müssen wir mal gucken, dass wir gut zielen. So. Und noch löschen, bevor es auf das Gebäude und die nächsten Sachen übergreift. Wir haben ja Glück, dass die Ölraffinerie so nah hier an der Wache ist. Das ist ja eigentlich das... Die Ölraffinerie, das ist eigentlich der nächste Punkt, der hier... Also von dem... Ja, das ist der nächste Punkt, also im Gegensatz zum Metall und Säge und so ein Zeug, ist es, glaube ich, ja, ich weiß gar nicht, oh, da ist ja noch ein Teil, ist ja noch, das Werksgelände ist ja ganz nah da oben an der Feuerwache, aber wie der heißt, das weiß ich jetzt gar nicht, hat das Papier? Ich glaube nicht, dass es Papier war, aber, ja, das ist der nächste Teil und als nächstes nach diesem Teil ist dann der nächste hier die Ölraffinerie und ja, da sind wir als zweitschnellstes dann da. Und so Metallverarbeitung und so, da brauchen wir am längsten hin, weil das ganz, ganz unten, sag ich mal, im Süden halt liegt. Also ganz, ganz unten, ganz am weitesten entfernt von der Feuerwache. Da brauchen wir so im Durchschnitt 2 Minuten fast hin. Also kommt natürlich immer drauf an, wo es gelegen ist und wie wir da jetzt den Weg finden dorthin. Und ja, also so 2 Minuten im Durchschnitt brauchen wir aber dahin, um dahin zu kommen. So, sind wir fertig geworden eigentlich mit Reinigen? Weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber ich glaube, es sieht ganz gut aus, das Fahrzeug. Da muss erstmal nichts mehr gemacht werden. So, hier raus. Und dann können wir ein bisschen Fitnesstraining machen, würde ich sagen. Aber davor füllen wir den Tank auf, wer weiß, ob wir da nochmal, ja, irgendwas. Ob wir das Wasser nochmal, beziehungsweise wie viel Wasser wir diese Schicht noch brauchen. So, 300 Punkte fehlen uns noch. Wir haben jetzt ganze 500 Punkte dafür bekommen. Das hätten wir wahrscheinlich auch damals für den Großeinsatz da gekriegt. Bei der starken Rauchentwicklung, da bei der Metallverarbeitung, wo dieses große Podest da, nenne ich es mal, diese große, die ganzen Pipelines und alles da gebrannt hat. Die ganzen Tanks und so. Wir stellen uns, komm, lass uns in die Halle fahren. So, 300 Punkte fehlen uns noch und das könnte eigentlich gut machbar sein, dass wir die noch kriegen, diese Schicht. So, also einmal rückwärts einparken. Das sehen wir natürlich von hier innen schlecht, wo wir da hin müssen. So, das passt so. Und zurück. Ach komm, nein, das Tor machen wir zu. Zumindest hoffe ich, dass es nachher dann aufgeht, wenn ein Einsatz kommt. Damit wir das nicht noch extra aufmachen müssen. Also sonst rennen wir halt schnell dahin. Und jetzt geht's einmal ganz nach oben. Das war ja schon mal ein ganz cooler Einsatz jetzt. Konnten wir gut den Dachwerfer verwenden. Mussten halt auch nicht zu nah rangehen. Also mussten uns dann nicht zu groß in Gefahr bringen. Wer weiß, was da passieren könnte. Und wenn der jetzt natürlich ganz unten gewesen wäre, die Ölraffinerie, dann hätte der Brand schon etwas größer sein können. So, ich würde sagen, wir schlafen eine Runde, machen kein Fitnesstraining. Weil da kriegen wir ja auch gut unsere Vitality-Anzeige aufgefüllt. Ne? Das ist anscheinend unser Mitbewohner hier. In dem Raum, beziehungsweise der auch hier in dem Raum schläft, wo wir schlafen. So, 0.45 Uhr, der war jetzt die ganze Zeit hier im Raum. Oder er ist gerade wieder reingekommen. Gehe ich aber nicht davon aus. So. Na, Leitstand, alles klar. Was sieht man hier eigentlich? Naja. Ob diese Kameras so sinnvoll sind? Na, der kann wahrscheinlich noch zwischen mehreren umschalten. Klar? Und nicht nur die eine da lassen, das wäre sonst ein bisschen schlecht. Wir sind jetzt mal ganz fies. Also, na gut, es macht schon einen leichten Unterschied, ob das Licht an oder aus ist. Aber trotzdem ist es noch hell hier im Raum. Lassen wir es mal an. So. Dann machen wir doch ein bisschen Fitnesstraining. Noch 6 Stunden Dienst. Und da kommt schon was. Ölraffinerie. Starke Rauchentwicklung wieder. Okay.
heißt, die Tore gehen auch auf und wir sehen schon auf der Karte, wie das ist ein bisschen näher jetzt an der Feuerwache als der letzte Einsatz. Ach ja, rennen wir schön im Weg rum. Okay, schnell unterwegs. Wieder den gleichen Weg nehmen wie letztes Mal auch. Diesmal haben wir nur ein bisschen mehr Zeit gebraucht, weil wir jetzt, ja, erstmal von ganz oben runter mussten. Wieder starke Rauchentwicklung, aber es ist nicht an der gleichen Stelle wie letztes Mal. Das heißt, es wird nicht dieser Tank da brennen. Das ist, wie ihr seht auf der Karte, das ist nah an den Bahngleisen ungefähr dran. Also, dass ihr ungefähr so eine Ahnung habt, wo das sein könnte. So, also hier vorne geht es jetzt über die Tankstellen einmal drüber. So, wir zoomen mal ein bisschen ran. Fahren wir direkt dahin. Wir fahren aber besser. Nein, oh Scheiße. Dann fahren wir da außen rum, weil es ist auf der anderen Seite von dem Gebäude. Das heißt, wir fahren hier in den großen Aufbewahrungstanks hier vorbei. Aufpassen, wir müssen auf. Oh, könnte so ein Rohr da oben brennen. Oh Scheiße, was brennt denn da? Okay, das ist bis jetzt nur das Dach und es ist noch in der Anfangsphase. Okay, das ist also noch nichts Schlimmes. So. Also nicht so extrem hat sich ausgebreitet, wie das sonst sich, wie schon mal der Dachbrand, den wir hatten. Ich glaube, wir hatten schon mal einen, ne? Oder? So. Das ist hier noch in der Anfangsphase, aber wir sehen das schlecht. Wir probieren das jetzt mal so. Ach, guck, das war noch in der Anfangsphase. Das war ganz locker zu bekämpfen. Jetzt haben wir auch schon genug Punkte für den nächsten Rang. Das ist ja super. Da haben wir jetzt genug Punkte gesammelt. Und ich fand es jetzt irgendwie gar nicht schlimm, dass wir jetzt uns da verletzt haben und jetzt halt nochmal diese 1100 Punkte da nochmal sammeln mussten. Das hat mir jetzt nichts ausgemacht. Ich hoffe euch auch nicht, weil wir haben jetzt nochmal coole Einsätze hier gehabt. Und ja, ich habe wirklich gemerkt, dass wenn man hier nah, also da die Feuerwehr hier an der Ölraffinerie ziemlich nah dran ist, konnten wir die Einsätze, die haben sich jetzt noch nicht so groß ausgebreitet. Das Feuer war noch in der Anfangsphase. Im Anfangsstadium hat sich noch nicht groß ausgebreitet, war noch nicht mal wirklich das ganze Dach. Hat noch nicht mal gebrannt. Und als da mal so ein Dachbrand, glaube ich, war, weiter unten war das, irgendeinem anderen Gelände, da war schon, das hat schon das komplette Dach da gebrannt. Und da war schon, ja, viel mehr, also da, ja, gab es schon viel mehr zu löschen. Und auch eben der Tank, das hätte sich natürlich, wenn es jetzt weiter unten gewesen wäre, viel mehr ausbreiten können. Dann wäre der Brand wahrscheinlich viel extremer gewesen, aber das war ja jetzt noch locker flockig hier. Easy peasy. So, das war's dann erstmal vorerst mit den TLFs. Als nächstes geht's dann weiter mit dem Wechsellader AB Gefahrgut hier. Abrollcontainer Gefahrgut. Und die sitzen immer noch in ihrem Fahrzeug drin. Oh Mann. Naja, bald kommen wir zu dem Fahrzeug. Da freue ich mich schon drauf. Die Drehleiter ist echt ein richtig, richtig geiles Fahrzeug. Ich bin aber auch in Zikun-Turbolöcher echt mal gespannt. Aber die Drehleiter ist auch ein richtig, richtig geiles Fahrzeug. Also mir gefällt die richtig, richtig gut. Es hat mir da schon auf dem Flughafengelände immer Spaß gemacht, mit der zu fahren. Die haben auch nicht mehr volles Wasser. Na komm, mach's zu. So. Hier sind. Die haben auch Atemmasken dabei, ja. So. Okay, das heißt, wir können langsam zur Stecho gehen und unsere Schicht abmelden und uns dann, ja, unsere Du bist befördert, du wurdest befördert Anzeige anschauen. So. Also einmal pünktlich um 8 Uhr die Schicht beenden. Und ja, dann Schicht zu Ende. Wir haben keinen Punktabzug bekommen. Das ist schön so. Genau 2600 Punkte haben wir, 100 über dem, die wir erreichen hätten müssen. Wir machen weiter und du wurdest befördert. Das Wechselladerfahrzeug, bzw. AB Gefahrgut wird es auch genannt. Okay, also sind wir jetzt nicht Unterbrandmeister, sondern Hauptfeuerwehrmann. Wir sind jetzt Oberfeuerwehrmann. Ach gut, da kommt Hauptfeuerwehrmann, dann kommt als nächstes dann Unterbrandmeister, aber das kann ich mir nicht vorstellen, wie das dann funktioniert, weil wir haben jetzt noch die Drehleiter danach und dann kommt der Zikun-Turbolöcher und dann müssten wir eigentlich danach schon auf den höchsten Rang eigentlich aufsteigen, zumindest war es dann im Flughafen-Feuerwehrsimulator, so dass wir nach den Panthern dann den höchsten Rang hatten und im Flughafen-Feuerwehrsimulator gab es viel mehr Fahrzeuge, deswegen ja, gab es da vielleicht viel mehr Ränge, deswegen kommen wir vielleicht als nächstes direkt zum Brandmeister und danach zum Oberbrandmeister und dann zum Hauptbrandmeister oder so. Das werden wir aber dann sehen. Und dann, ja, sind wir ab der nächsten Schicht dann, beziehungsweise ab den nächsten Teilen dann erstmal mit dem Wechsellader unterwegs. Mal schauen, was wir da so für Einsätze kriegen. Ich bin mal gespannt, was hier so auf dem Wechselgelände für den so an Einsätzen kommen. Und dann, ja, bis dann, haut rein, euer Line Game 1. Ciao!